So Leute, heute geht es um eine kleine, ungewöhnliche Kamera, die auch in der dritten Generation wieder richtig viel Spaß macht und eigentlich sogar noch ein bisschen mehr Spaß. Das hier ist die Insta360 Go 3. Den Formfaktor von dem Teil hier, den kennen wir schon, aber das hier ist der Action-Pod für die Go 3 und der macht die kleine zu einer quasi vollwertigen Action-Cam mit Flip-Up-Touchscreen und deutlich besserer Steuerung. Wie sich das in der Praxis schlägt, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin's David, ihr schaut da Vision und Film ab. Wenn ihr am Ende oder auch schon vorher merkt, dass das Video euch gefallen hat, denkt an Like, Abo und Druck auf die Glocke und schaut natürlich auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei. Erstmal will ich mit euch die Frage klären, wozu und warum man so eine kleine Kamera braucht und nutzt. Diese Go-Serie von Insta360, die passt überall dahin, wo normale Action-Cams eigentlich schon zu groß wären. Ich habe schon einige Leute gesehen, die solche Kameras zum Beispiel an ferngesteuerten Autos oder Flugzeugen befestigt haben, weil andere Kameras in dieser Größenordnung da eben einfach nicht passen und die Qualität und den Funktionsumfang von dieser Kamera nicht bieten können. Und selbst für FPV-Drohnen ist das geeignet, weil klein und leicht und trotzdem tolle Bildqualität. Dazu kommt dann noch die POV, also Point of View-Perspektive. Dafür ist diese Kamera wie gemacht. Und auch hier gibt es wieder eine magnetische Halterung für unters T-Shirt, so dass man die Kamera dann darauf befestigen kann. Und dann hängt sie im Prinzip zwischen meinen Brüsten, zwischen meinen Männermöpsen und ich kann aus der POV-Perspektive, aus meiner First-Person-View, Videos mit dieser kleinen und nur 35 Gramm schweren Kamera aufnehmen. Das merkt man kaum und es sieht richtig gut aus. Die Magneten hier drin und in der Halterung sind ordentlich stark, so dass das bei dem geringen Gewicht selbst bei tobenden Kindern kein Problem sein sollte. Und durch diese magnetische POV-Halterung hat man beim Filmen eben einfach beide Hände frei und man hat nicht das Problem, dass man noch eine Kamera halten muss, während man das macht, was man eigentlich machen will. Das Problem, dass der Brustkorb dann vielleicht oft so nach oben gerichtet war, das löst man jetzt hier mit so einem kleinen magnetischen Keil für die Rückseite. Der kommt an die Rückseite der Kette und so ist mein Brustkorb quasi ausgeglichen und die Kamera schaut nach vorne statt nach oben, wie das auf meinen absolut krass durchtrainierten Brüsten sonst wäre. Dazu kommt auch noch eine mitgelieferte Halterung, zum Beispiel für ein Cappy und eine praktische kleine Klebehalterung, die hier für glatte Flächen. Sollte die mal verschmutzt sein unten, kann man die einfach mit Wasser wieder abspülen und dann klebt sie wieder. Die neue Version gefällt mir deutlich besser, da robuster und teilweise aus Metall gefertigt und die Kamera hat ein satteres Einrasten, kann ich aus Versehen abfliegen und so weiter und so fort. Der Winzling selbst, also die Go 3 hier, die steigert die Eigenschaften der Go 2 nochmal leicht. Denn statt 1440p Aufnahmen und 2,5K Video sind nun maximal 2,7K Videoaufnahmen möglich, wobei das nur mit fixem Seitenverhältnis geht und man sich so die Freiheit dieses Konzepts etwas nimmt, sage ich mal. Der sogenannte Free-Frame-Video-Modus, den gibt es hier mit 1440p bis 50 FPS. Free-Frame-Video bedeutet hier wieder, dass die Kamera eigentlich ein rundes Videobild aufnimmt, klingt komisch, ist aber so, und am Ende kann man im Schnitt aussuchen, ob man daraus jetzt 16:9 oder 9:16 oder 1:1 oder 4:5 machen will. Der Fachbegriff dafür war früher mal Multi-Aspect-Ratio-Sensor. Da der Sensor größer ist als der eigentliche Bildkreis der Linse, kann man mehr Auflösungen und Seitenverhältnisse auswählen. Gerade für Social Media ist das eben einfach der Faktor dieser Kamera. Ich könnte das für einen YouTube-Vlog als 16:9 POV-Content nutzen und gleichzeitig als 9:16 exportieren, um daraus eine Instagram-Story oder Reel zu machen. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen sogar eine meiner Stories, die ich mit der Kamera gedreht habe, gesehen. Man muss sich nicht vorher entscheiden, sondern hat hinterher die Freiheit darüber. In der Kamera selbst steckt wieder der interne Speicher mit drin. In diesem Fall hier 64 GB, aber es gibt die Go 3 jetzt auch in 128 GB. Ihr könnt also zwischen 32, 64 und 128 GB Speicher wählen. Eine MicroSD-Erweiterung gibt es nicht. Das ist schade, aber verständlich. Und in der kleinen Kamera gibt es natürlich auch noch einen Akku. Ja, der ist ziemlich klein, aber in meinem Fall hat der für 32 Minuten 1440p Free-Frame-Video gereicht. Insta360 sagt 45 Minuten bei 1080p ohne Free-Frame. Das kommt also ungefähr hin und ist eine 50% Steigerung gegenüber der Go 2. An der Go 3 selbst gibt es keine sichtbaren Bedienelemente. Die komplette Vorderseite ist aber ein Knopf, dessen Funktionen man selbst im Menü bestimmen kann. Ein einfacher Druck schaltet die Kamera an und startet die Aufnahme im normalen Videomodus und stoppt sie auch wieder. Ein doppelter Druck startet zum Beispiel den Free-Frame-Videoaufnahmemodus. Beenden der Aufnahme geht so auch und durch langes Drücken könnt ihr die Kamera auch wieder ausschalten, wenn sie an war. Aber wie sieht es jetzt mit der Bildqualität der Go 3 aus?
Also ich habe die Kamera zuletzt mit in den Dolomiten gehabt und habe dort ein bisschen POV-Material von uns beim Fotografieren aufgenommen. Die Qualität hat mich sehr positiv überrascht für so eine winzig kleine Kamera. Also man sollte definitiv keine Wunder erwarten. Gerade bei wenig Licht kommt die Kleine an ihre Grenzen, aber bei guten Lichtverhältnissen macht sie genau das, was sie soll. Ordentliche Videos aus ungewöhnlichen Perspektiven aufnehmen, die man für so gut wie jedes Netzwerk eben verwenden kann. Noch dazu ist das Ganze dank Flow-State-Stabilisierung auch ziemlich wackelfrei. Und diese Stabilisierung macht hier für meine Begriffe noch deutlich bessere Arbeit, als das bei der Go 2 letztes Jahr der Fall war. Für die Bearbeitung der Freeform-Videos braucht ihr aber natürlich auch in diesem Fall wieder entweder die Insta360-App auf dem Smartphone oder deren Software auf dem PC. Das ist ähnlich wie bei 360-Grad-Videos zum Beispiel aus der One X 3, was ich euch gezeigt habe. Du kannst Blickwinkel, Seitenverhältnis und so weiter im Schnitt anpassen. Also das muss man natürlich nicht. Man kann auch schon ein fertiges Video aufnehmen, aber gerade diese Freiheit der Auswahl, genau darin liegt für mich der Reiz an diesem Produkt. Aber kommen wir mal kurz zu dem, was hier neu ist. Und das ist vor allem der sogenannte Action Pod. Die letzte Go hatte noch so eine kleine AirPods-Case-ähnliche Ladeschale oder Bedienungshilfe oder Mini-Stativ. Wollte man aber Bild, Framing und so weiter checken, musste man immer erst das Smartphone per WLAN mit der Kamera verbinden und das war richtig nervig und hat teilweise echt lange gedauert. Und das hier macht den Vorgang eben deutlich intuitiver. Denn der Action Pod löst das. Er ist im Prinzip nicht mehr als ein größerer Akku mit Display und Knöpfen, in den die Go 3 eingesetzt wird. Das Geile ist aber, dass die Anzeige des Bildes eben nicht nur dann funktioniert, wenn die Kamera da gerade drin steckt, sondern, ich zeig's euch, das Ganze funktioniert auch kabellos und das auf bis zu 5 Meter Entfernung. So könnt ihr das Framing der kleinen Kamera checken und die Einstellung ändern, egal wo ihr sie gerade befestigt habt. Und das ist ein unfassbarer Mehrwert für dieses Konzept. Der ActionPod selbst ist nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt. Auf jeden Fall besser als beim Vorgänger, denn die Ladeschale durfte am besten nicht mit Wasser in Berührung kommen. Und die Go 3 selbst ist wieder richtig wasserdicht, bis zu 5 Meter. Ein Meter mehr als die Go 2, aber das sollte nicht der Rede wert sein. Kleiner Tauchgang im Pool war auf jeden Fall kein Problem. Die Qualität auf dem kleinen Display hier ist jetzt nicht unbedingt die allergeilste, gerade wenn die Kamera sich weiter entfernt und nahe der Grenze dann sozusagen kommt. Es geht aber eben darum, einfach schnell das Framing zu checken, schnell die Einstellung zu ändern. Und noch dazu ist das Display eben auch nach oben klappbar. So kann man die kleine Kamera einsetzen und das Ganze als kleine Vlog-Kamera benutzen oder eben so als klassische Action-Cam. Die Befestigung des Action-Pods funktioniert ähnlich wie bei der DJI Osmo Action 3. Magnetisch auf so eine Halterung ist dann eingehängt. Und einen Adapter, um den Action-Pod auf gängigen GoPro-Halterungen zu montieren, gibt's auch, muss man aber extra kaufen. Die Go 3 wird quasi in den Action-Pod gelegt, zieht magnetisch an und stellt über Pogo-Pins hinten auf der Rückseite eine Verbindung her. Und sie kommt da auch nicht mehr raus, bis man die Entsperrtaste auf der Seite drückt und die Kamera am Objektiv quasi rauszieht. Der Mechanismus, der den Action-Pod unten an der Halterung befestigt und die Go 3 selbst im Action-Pod hält, ist gleich. So kann man die kleine Kamera eben auch direkt an derselben Halterung befestigen wie der Action-Pod und das ist schon ein ziemlich cooles Konzept meiner Meinung nach. Der Action-Pod ist natürlich auch Ladeschale und Zusatzakku und Go 3 und Action-Pod zusammen sollen auf 170 Minuten bei Full HD 30 FPS Video kommen. Und bisher habe ich auch nicht das Bedürfnis verspürt, dass da noch mehr geht. Was auch noch neu ist an der Kleinen, sind praktische neue Aufnahmemodi, wie zum Beispiel Pre-Recording. Also die Aufnahme, die läuft dann schon, bevor man den Auslöser drückt. Dazu kann das Ding jetzt auch noch Loop aufnehmen, also die ganze Zeit laufen, wenn der Speicher auch schon voll ist, dann einfach wieder von vorne anfangen, das erste überschreiben und löschen. Man kann die Kamera auf Zeiten programmieren, in denen sie sich selbstständig anschaltet, zum Beispiel um eine Timelapse vom Sonnenaufgang aufzunehmen. Ziemlich cool. Und auch neu, aber für mich eher Spielerei, ist die Sprachsteuerung, mit der ihr die Kamera bedienen könnt. Ja, das hat irgendwie jede Actioncam seit ein paar Jahren, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie benutzt und auch noch nie das Verlangen gespürt, meine Kamera per Sprache zu steuern. Was unter der Haube noch wichtig ist an Verbesserungen, wäre die Wärmeableitung. Denn die Go 3 soll eben nicht mehr überhitzen und hat so auch keine Limits mehr in der Aufnahmezeit. Das klingt so insgesamt nach einem ziemlich runden Paket mit einigen schönen Verbesserungen, die meiner Meinung nach sogar ein Upgrade rechtfertigen würden, wenn da nicht das Aber wäre. Denn das hat eben auch alles seinen Preis. Die 64 GB Version, die ich hier habe, kostet 450 Euro. Das sind 140 Euro mehr als die 64 GB Version des Vorgängers gekostet hat, also der Vorgängerin. Ja, okay, jetzt mit Action-Pod, mit Display, mit besserer Laufzeit, mit mehr Auflösung und so weiter. Ja, aber für so eine Mini-Kamera wirkt das irgendwo ein bisschen hoch.
Andererseits gibt's in diesem Formfaktor eben auch keine Konkurrenz. Und wenn du eine kleine, fähige, überall immer dabei Actioncam haben willst, dann kommst du an dieser Go-Serie von Insta360 nicht vorbei. Und eine GoPro Hero 11 kostet auch 450 Euro. Ja, nur die ist eben nicht so klein, die kannst du nicht überall befestigen und so weiter und so fort. Dieser Vergleich blendet aber auch ein paar Nachteile aus. Denn beide Akkus, sowohl in der Go 3 selbst als auch im ActionPod, sind fest verbaut, nicht austauschbar. Das kann zum Problem werden. Nicht nur für die Nutzung über den Tag, wenn der dann eben leer ist, sondern auch für die langfristige Lebensdauer des Produkts. Fest verbaute, vollständig integrierte Akkus sind nie etwas Tolles, aber ich verstehe auch, warum das hier schlecht anders geht in diesem Formfaktor. Und auch der interne Speicher ist echt ein Problem, denn die Lesegeschwindigkeit für alle, die das Material gerne am PC bearbeiten wollen, ist ein schlechter Scherz. Dieser USB-C-Anschluss hier an der Seite bietet nur 2.0 Geschwindigkeit. Die 64 GB Speicher könnt ihr also hier mit maximal 25 MB pro Sekunde auslesen. Und das ist deutlich langsamer als die Wi-Fi-Verbindung von dieser Kamera zum Smartphone. Muss man sich mal vorstellen. Und fest verbauter Speicher kann auch zum Problem werden, da NAND-Speicher eben nur eine begrenzte Lebenszeit an Schreibvorgängen hat. Was zumindest aber die Lebensdauer verlängern dürfte, ist die abschraubbare Frontlinse, die sicher bei solchen Einsatzzwecken früher oder später ihren ersten Schlag wegbekommt. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich bin zwar mit einem RC-Car damit rumgefahren und es ist alles heile geblieben, aber da würde ich jetzt nicht drauf hoffen, dass es ewig so bleibt. Insgesamt finde ich das Konzept hier aber doch sehr überzeugend. Denn es macht richtig viel Spaß, das Teil zu nutzen. Mit Händen frei macht man sich noch weniger Gedanken, wie man jetzt was filmt. Und so kommt manchmal eben sehr authentisches Material dabei raus. Aber insgesamt denke ich, das ist auch keine Produktkategorie für jemanden, der überlegt, welche Actioncam er sich jetzt kaufen soll. GoPro, Insta360 X3 oder die Go 3, ja. Sondern es ist für jemanden, der weiß, ich brauche eine Go-Kamera. So eine kleine, die überall hinpasst, die ich magnetisch als POV-Cam befestigen kann, die ich an RC-Car, RC-Plane, FPV-Drohne befestigen kann. Was anderes, Vergleichbares in dieser Größenordnung gibt es da leider schlicht und ergreifend noch nicht. Zumindest nichts, was mir bekannt ist und nichts, was in der Art gutes Ökosystem, gute Bedienung, gute Bildqualität und so weiter liefert. Wenn die Go 3 was für euch ist, dann findet ihr Links dazu da unten in der Videobeschreibung und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos diesen Kanal und sorgt so dafür, dass ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann denkt ein Like unter dem Video, habe ich am Anfang schon gesagt. Abonniert natürlich gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, da gibt es noch viel zu viele, die das noch nicht gemacht haben. Und drückt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch gerne im Anschluss anschauen könnt, denn das war's für heute und ich sag dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.